Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Ach lol. Ach lol. Hey, ist jetzt hier alles weg? Sind die weg? Also, kann ich jetzt vergessen mit Kämpfen? Ganz viele Events. Hier, ich bin hierbei. Das sollte eigentlich mein letzter Run werden, aber... Anscheinend haben sie sich gerade verpisst, weil das Spiel abgestürzt ist. Dankeschön. Ich guck mal, wo die sind. Vielleicht sind sie ja noch da, dann kill ich die einfach. Die bewegen sich anscheinend nicht. Auf jeden Fall erstmal hier die Fluchperlen erholen. Ach, ich habe aber keinen Bock nochmal hier reinzugehen. Ach Mann. Ja, geiler Bug. Schön. Dankeschön. Gern geschehen. Dann gehe ich outside. Das ist halt das Schöne, wenn man Drakensang Let's Playen möchte. Da weiß ich, dann, da bereitet man sich vor, farmt alles vor, dann geht man die Map, startet die Aufnahme und dann fickt das Spiel ein, ja. Indem es einfach abstürzt. Das ist so ein Müll. So ein Haufen Softwaremüll. Jetzt wird das Video zwar unnötig in die Länge gezogen, aber so könnt ihr mal sehen, wie. Was für ein Problem dann einfach zu kämpfen hat. Stürzt einfach die Aufnahme ab. Peng. So ein Müll. Und jetzt habe ich erstmal wieder schön eine Runde, ein paar Runden drehen, damit ich ein paar Fluchbären bekomme. Und das Geile ist jetzt, dieser Gegner stunt einen einfach mega extrem oft. Besonders, ich habe jetzt Drachenhaut drin. Ich dürfte eigentlich jetzt von diesem Effekt nicht betroffen sein. Aber der denkt sich so, nö, ist mir doch egal. Ist mir doch egal, ich mach trotzdem mein Ding. Ich mach mein Ding. Nice, ein gesplitterter Stein. Hoffentlich stürzt das Spiel gleich nicht nochmal ab. Ja, dann raste ich aber aus. Das wäre ja richtig jetzt, wenn das Spiel nochmal abstürzen würde. Aber jetzt wird erstmal schön fair ein paar Fluchperlen gefarmt. Bis ich halt die 150 zusammen habe. Das sind ja nur noch 20, die ich brauche. Deswegen mache ich das jetzt easy hier in der Aufnahme. Aber besonders, ich habe die ganze Zeit so schön viel gefahren und dann... Bleh. Kommt das Spiel und merkt so. Ja, ich habe keinen Bock, nach da oben hinzugehen. Ich gehe hier hoch. Hier sind auf relativ
kleinen Raum relativ viele Monster. Wieder ein paar Fluchtperlen mehr. Ja, es ist. Die Herausforderung ist eigentlich ganz gut machbar. Also ich finde diesmal sogar besser als die vorher letzte. Weil einmal kann man sich hier in der Map dann mit der Prämie wiederbeleben. Was auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt ist. Dann kann man das alles sogar mit Blau machen. Das heißt, ist Sparen ist es auch noch. Generell ist das 300 Cent einfach dafür bekannt, dass man nachher mit extrem viel blauen Essenzen wieder rauskommt und dann erstmal richtig schön viel wieder mit 2 farmen kann. Aber wie es auch scheint auf dem Testserver mit 2 entfernt worden zu sein. Und wenn die jetzt wirklich entfernt wieder und nicht so einfach weg ist, das wäre mega kacke. Man nimmt uns einfach mal die Beste und macht sie weg. Aber ich hoffe mal, dass es das einfach nur so ein Gerücht ist, dass sie nicht wirklich entfernt wird, weil das wäre echt kacke. Das wäre echt so ein Grund, damit wir dann mit der Drachensang aufzuhören. Wenn sie uns einfach die Beste wegnehmen. Das wäre echt ein Tritt in den Hintern. Ne, ist nichts besser. So, dann wird jetzt erstmal wieder zurückgeritten. 100. Ach, ich bin schon fertig. Okay. Okay, dann wird jetzt schnell hier hingeritten. Okay, ihr seid doch auf dem Weg. Aber jetzt rate ich einfach nur durch. Ich habe keinen Bock mehr, die Monster mitzunehmen. Die hier vorne nehme ich jetzt aber trotzdem mit, wenn hier noch welche sind. Obwohl, ich muss mich einmal aufheilen gehen. Trinke ich einfach hier so einen Schnaps. So, ich nehme einfach hier das. Nehme blaue Essenzen rein. Das game ich vorher hier einmal schon mal um. Nehme das rein. Und dann sollte das eigentlich alles so klappen. So, jetzt hoffentlich diesmal das letzte Mal. Kann ich wieder ein bisschen die Map erklären. Also hier kommen halt Bäume, die gehören in die Mitte. Hier zum Brunnen. Und man muss den dann halt einfach aufhalten. Und das mache ich hier wie folgt. Hier ist gerade eben auch schon das Spiel abgestürzt. Und ich dachte mir so, geil! Beziehungsweise irgendwie gleich so. Das Spiel hat einfach abgestürzt. Das war richtig behindert. Zack. Und wie heißt es, man braucht halt dieses Blut des Waldes, damit man überhaupt Schaden machen kann. Und die machen öfters gerne mal so einen Moonwalk. Scott Bonn in dem Event habe ich schon richtig oft gesehen, wie die einfach mal so richtig schön Moonwalk rein hingelegt haben. Richtig witzig. Moonwalkende Bäume.
Zack. Oh, schlägt wieder super in der Zeit. Ah, das mit dem Timing hier habe ich echt gut rausbekommen. Jetzt gehe ich noch eben schnell hier zurück und hole mir den zweiten Buff. Und mit denen mache ich die letzten drei Bosse platt. Zumindest hat es in den letzten immer ganz gut geklappt. So. Warum kommen hier die ganzen Monster denn? Ist ja mega behindert. Boah, toll, jetzt darf ich laufen. Ey, warum kommen ausgerechnet jetzt im letzten Run die ganzen Monster dahin? Geil, ich darf direkt hiermit anfangen. Komm schon. Och man. Ja, hier unten. Mach eben schnell den hier unten. Lauf schneller, los. Komm. Mach hinne. Ausgerechnet den letzten Rande verkacke ich hart, Alter. Wehe, der geht durch. Er rastet sich aber aus. Ja, ein Schlag hat gefehlt, Alter. Och, nee, oder? Nicht euer Ernst. Oh nö, ich habe genau eine Pelle zu wenig. Das kann's doch nicht sein. Kann ich nicht noch irgendwie hier so eine Pelle rausbekommen aus irgendwie einer Kiste oder wie ich hier eben noch hab? Nö. Irgendeiner Fortschritt dabei? Ich haben? Nö. Ich habe auch keinen Bock mehr noch mehr, auch mal hier reinzugehen. Ja, 50 kassiere ich.
So, fertig. Kein Bock mehr auf die Map. Boah, man sollte echt nicht mehr aufnehmen, das Spiel. Aber egal, jetzt. Ja. Hat gecraftet. Tada! Mit den Punkten, die da drin sind, könnte ich das gerade mal einmal ausrüsten. Und es würde, wenn ich komplett aufwerten würde, gerade mal die Werte kommen, die es jetzt gerade hat. Und es wären 18 Millionen, die ich da investieren müsste, also ist es eher so wieder Peng. Also eigentlich, ich werde es mir auf jeden Fall aufheben für ein paar Fun-Builds, aber boah, großartig verbessern tut es mich jetzt nicht unbedingt nicht. Also ist eher so ein Sockellager-Item. Ja. Eigentlich schade. Ah, was soll man dagegen machen? Ja, das war's von der dritten Herausforderung. Jetzt am Ende wurde es noch richtig schön beschissen. Während drüber es eigentlich die ganze Zeit eigentlich relativ gut ging, wurde es am Ende einfach mal richtig hart reingekackt. Aufnahme kackt ab. Mir fehlt eine verfickte Fluchperle. Boah, nee. Ah, hier ist es ja. Übrigens, ich bin mittlerweile über die... Habe ich jetzt die Aufnahme abgebrochen? Das wäre natürlich auch doch der Beste gewesen. Ich bin mittlerweile über die 6000 Gold rübergekommen. Oh, das finde ich natürlich ziemlich pornös. Aber das finde ich ziemlich geil. Und es geht immer weiter. Allein jetzt schon habe ich wieder... eine Menge dazu. Alter, oh, das 3 Gold wird einfach mal richtig geil. Das schmelze ich ein. Alter, wie viel auf der draufhaut, Alter. Richtig behindert. Boah, ne, jetzt gehe ich weg. Der macht Kopfschmerzen. So ein Kackbuhne. Der haut die ganze Zeit immer nur drauf. In irgendeinem komischen Takt, Alter. Boah, ne, kannst du echt vergessen bei dem. So. Hier, ich fahre dann gleich wieder Dingsbums. Da müsste ich jetzt eigentlich den Sockel hinzufügen, aber... Nee, mach... Ja. Man könnte natürlich jetzt ausprobieren, ob das mit den Jackpot-Steinen geht, ob man das machen könnte. Das würde ich natürlich... Ich glaube, ich weiß schon, wie das geht, aber... Ich weiß, glaube ich, wie es ausgeht, aber trotzdem. Ich will's einfach so gern probieren. Hier kombinieren. Ich probiere es jetzt einfach. Ey, wenn das geht, Alter. Ach, schade. Ja. Es war klarer. Ich wollte es mal probieren. 2 Gold ist ja nur wert. Alter. Aber ich habe es jetzt schön probiert. Ja, gut. Jetzt habe ich natürlich einen Inventarplatz mehr, aber egal. Ich will natürlich jetzt auch mehr hier einen Heiligen machen, aber... Ne. Oder hier einen Königlichen.
ja, Ordnung muss sein. Ich habe doch Premium auf der Bank liegen. Rich Bit. Stimmt ja, es ist Peng. So, das war's dann. Lol, ich habe jetzt einfach die ganze Zeit nur die Zeige das tot gespiegen. Egal. Ach ja, ich zeige euch noch einmal ein cooles Emote. Nämlich das Obsolet. Richtig geil. Nein, nicht Hilfe! Plop. Dann tauche ich wieder auf. Lol. Was für ein Geräusch hat das gerade eben gemacht? Das hört sich richtig geil an. Okay. Als würde man in einen Kuchen treten. Und jetzt wird doch immer Schreckensweib nach unten in die Finsternis gezerrt. Und jetzt sage ich es auch. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Bye bye.